Hallo, wie versprochen habe ich euch ein extra Video zum Thema Schließfrüchte gemacht. Wie ihr ja bereits wisst, fallen Schließfrüchte gemeinsam wie die Öffnungsfrüchte in die Kategorie der Einzelfrucht. Was ist nun so besonders an den Schließfrüchten? Und zwar, sie bleiben bei Samenreife geschlossen. Weiters kann man in der Kategorie Schließfrüchte auch noch weitere Typen unterscheiden. Und zwar unterscheidet man also erstens die Beere. Zweitens die Steinfrucht. Und drittens die Nussfrucht. Die Unterscheidung der verschiedenen Typen erfolgt aufgrund der Beschaffenheit des Perikarps. Also das Perikarp ist die Fruchthülle. Ich habe euch das weiter unten aufgezeichnet, wie eine Frucht typischerweise aufgebaut ist. Und zwar haben wir ganz außen das Exokarp. Weiter innen das Mesokarp. Dieser Bereich hier ist das Endokarp. Und diese drei Bereiche bauen das Perikarp auf. Also die Fruchthülle. Weiters seht ihr auch in der Grafik die Tester, also die Samenschale. Genauso wie das Endosperm. Das praktisch das Nährgewebe für den Embryo ist. Und zum Schluss noch den Embryo. Wenn der Embryo zu keimen beginnt, spricht man auch vom Samen. Also bei der Beere, also beim Typ 1, ist praktisch das gesamte Perikarp fleischig. Also darunter fallen zum Beispiel der Paprika. Genauso wie die Tomate oder die Weintraube und natürlich noch viele andere Beispiele. Anders sieht es beim Typ 3 aus, also bei der Nussfrucht. Da ist das Exokarp, das Mesokarp und das Endokarp, alle drei Teile sind holzig. In diese Kategorie fallen also die typischen Haselnüsse, die Erdnuss, genauso wie die Getreidekörner, die auch Karyopse genannt werden. Und auch viele andere Beispiele noch. Und die Steinfrucht ist jetzt speziell, und zwar
Da ist das Exokarp meist häutig. Das Mesokarp, also praktisch das Fruchtfleisch, ist fleischig. Und das Endokarp meist holzig. Der Name Steinfrucht kommt jetzt daher, dass das Endokarp gemeinsam mit dem Samen den Steinkern bildet. Und daher auch der Name Steinobst, also darunter fallen zum Beispiel Marillen, genauso wie die Kirsche, aber auch die Mandel. Hoppla, das geht sich jetzt nicht mehr so aus. Und so weiter. So, das war es jetzt auch schon wieder zum Thema Schließfrüchte und im nächsten Video werde ich mich gänzlich den Öffnungsfrüchten widmen. Ciao!